Terroristische Anschläge sind in Europa und spätestens seit letztem Jahr auch in Deutschland Realität. Wir wollen, dass solche Situationen nie eintreten, aber wir müssen auf eine solche Situation vorbereitet sein. Und deswegen müssen wir die Kollegen ausbilden, wir müssen die Organisation anpassen und wir müssen Technik und Gerät beschaffen, damit Polizisten, Spezialeinsatzkräfte in einer solchen Situation noch handlungsfähig sind. 21,5 Millionen Euro sind in dieses Antiterrorpaket geflossen. Da sind Schutzwesten, Schutzhelme, Bewaffnung, auch andere Fahrzeuge gekauft wurden. Und diese beiden Sonderfahrzeuge, die haben ein Investitionsvolumen für ca. 3 Millionen Euro. Das Fahrzeug ist eine völlig andere Konstruktion als das, was wir bisher kannten. Die alten Fahrzeuge, der sogenannte SW4, ist 25 Jahre alt. Das Fahrzeug ist quasi eine extra Konstruktion für unsere Vorschläge, für unsere Vorstellungen, die wir hatten. Sinnbild für uns war, und daran haben wir uns orientiert, an den Anschlägen von Paris im Bereich 2015. Die Geiselnahme im Bereich des Supermarktes bzw. der Anschlag in Balaklan. Und haben hier versucht, etwas zu entwickeln, um möglichst schnell eigene Kräfte vor Ort zu bringen, geschützt vor Ort zu bringen und dann die Lage polizeilich bereinigen zu können. Das Fahrzeug ist so ausgestattet, wie wir uns das vorstellen, komplett. Und alle Dinge, die möglicherweise nachgerüstet werden müssten in den nächsten Jahren, wird dann die Erfahrung uns lehren, ob noch was benötigt wird. Aber insgesamt ist das Fahrzeug genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben einen Mehrzweckaufsatz auf diesem Fahrzeug drauf, der beinhaltet derzeit die hochleistungsfähige Videoanlage mit Tag-Nachtsichtkamera und Wärmebild. Wir haben eine non-letale Werfereinrichtung auf der Anlage angebracht, indem wir Nebel und Reizstoffe verwerfen können. Perspektivisch ist beispielsweise ist sicherlich auch möglich, eine Bewaffnung des Fahrzeuges dort oben anzubringen.